Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen neue, ganz aktuelle Bilder aus dem Nationalpark Harz, die ich in der letzten Woche aufgenommen habe. Schauen Sie sich das bitte mal an. Das ist wirklich erschreckend. Meine Herren. Das waren Bilder von der Achtermannshöhe. Das ist ein ganz beliebter Aussichtspunkt im Nationalpark Harz. Aber wenn Sie glauben, dass man das nicht mehr toppen kann, dann gucken Sie sich mal die nächsten Bilder an. Die habe ich gemacht am Anfang der Wanderung am Königskrug. Und immer wenn ich mit Leuten spreche, die ich auf den Wanderungen treffe, dann sagen die mir, das ist erschreckend, das ist schrecklich. Das ging so schnell, noch vor 5 Jahren war ich hier, da war das hier noch grün und jetzt ist alles tot. Dass das erschütternde Bilder sind, das fällt nicht nur mir und den Touristen auf. Also auch der Harzer Tourismusverband, der ist mittlerweile alarmiert. Ich zeige Ihnen mal einen Ausschnitt aus dem Fernsehen vom letzten Jahr. Erschreckend für die Touristen, aber auch durchaus für die Gastronomie, für die Hoteliers. Darum jetzt die Frage an Herrn Lehmberg vom Tourismusverband Harz. Ja, was haben Sie für Sorgen, beziehungsweise was hören Sie für Sorgen aus dem Gastgewerbe? Wir kriegen aus dem Gastgewerbe natürlich die Reaktion der Gäste wieder gespiegelt. Und die sind positiv gesprochen überrascht, was denn hier passiert, verstehen das nicht. Das ist das eine. Und was uns natürlich viel, viel mehr besorgt, ist, dass sie auch negativ mittlerweile reagieren, weil das einfach natürlich im klassischen und im erwarteten Sinne kein schöner Wald ist, keine schöne Natur ist. Und von der schönen Natur, die die Gäste erwarten, lebt der Tourismus im Harz zum ganz, ganz überwiegenden Teil. Ja. Der Harzer Tourismusverband ist alarmiert. Stammgäste bleiben weg. Und es ist ja auch verständlich. Ich meine, wollen Sie auf dem Friedhof Urlaub machen? Überall tote Bäume, hunderte von Hektar, alles dürres, braunes, abgestorbenes Holz. Also, das kann man verstehen, dass da die Stammgäste wegbleiben.